liebe Hundefans und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von Baloo der Husky. Hier lernst du, wie du mit deinem Hund zum Team wirst. Mehr Freiheit für den Hund und weniger Stress für dich. Ohne Dressur und ohne Kommandoton. Ich bin ganz überwältigt von den vielen Zuschriften und Reaktionen auf das letzte Video. Und auch Baloo ist ganz aus dem Häuschen. Vielen lieben Dank, wir freuen uns sehr. Einige von euch haben uns auch ein Video geschickt. Bleibt bis zum Schluss dran, dann lernt ihr Ragnar und ihre Hündin Toffi kennen. Das Thema Bellen stand für viele von euch im Vordergrund, zum Beispiel Felix. Seine Hündin Amy ist oft, wie er sagt, wachsamer als ihm lieb ist. Oder Daniel. Seine Hündin bellt andere Hunde an, wenn sie im Auto fährt. Ralf berichtet, dass seine Amy andere Vier- und Zweibeiner anbellt, sobald er sie irgendwo anbindet. Im letzten Video haben wir gesehen, wie solch unerwünschtes Verhalten beeinflusst werden kann. Teils mit schnellem Erfolg. Das funktioniert, weil an der Oberfläche gearbeitet wird, an den Symptomen. Das hat zur Folge, dass die Wirkung nicht lange anhält, denn Bellen ist artgerecht. Dem Hund das Bellen abzugewöhnen, wäre eine Dressur. Und das möchten wir nicht. Um mit unserem Hund im Team zu arbeiten und auch zu lernen, ist es daher erforderlich, dass wir etwas tiefer schauen, und zwar an die Ursache gehen. Damit das gelingt, versetzen wir uns in die Rolle unseres Vierbeiners. Der Hund bellt, er möchte uns etwas mitteilen. Was könnte das wohl sein? Felix' Hündin Amy macht ihren Job gut. Sie ist für die Sicherheit zuständig und bellt, wenn sich jemand Fremdes nähert. Daniels Hündin warnt ihn vor fremden Hunden, die sie außerhalb des Autos erkennt. Sie wundert sich vielleicht, warum Daniel nicht aussteigt und den Hund einem Sicherheitscheck unterzieht. Bei Ralfs Hündin Amy könnten mehrere Gründe vorliegen. Sie ist angebunden, das heißt, sie kann nicht flüchten. Das könnte ihr Angst machen. Oder aber sie wird angebunden, wenn Ralf sich entfernt. Vielleicht hat sie ohne ihn Angst. Oder aber sie versteht das Angebundensein als eine Art Arbeitsauftrag. Jetzt bist du verantwortlich für die Sicherheit. Dafür bräuchten wir noch etwas mehr Informationen. An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass ich das Hundeverhalten nur aufgrund der Schilderungen einschätze. Mit einem Video ist das schon etwas einfacher. Wenn ihr ein Hundeverhalten schildern wollt, dann schickt es uns bitte an die unten stehende E-Mail-Adresse. So wie Ragnar und Toffi, die wir uns jetzt im Video anschauen. Hallo Philipp, du hast in deinem letzten Video ja dazu aufgerufen, dass wir dir Videos schicken sollen über die Probleme, die wir mit unseren Hunden haben. Und ich habe gedacht, ich mache das jetzt einfach mal. Das ist Toffi. Das ist Toffi im Auto. Ja, und das Problem zeige ich euch gleich. So, ich bin jetzt auf der Fahrt und du siehst, hier ist sie im Hintergrund, sie klettert leider immer auf die Rücksitze. Keine Sorge, sie ist natürlich gesichert, also wenn ich bremse, dann passiert ihr nichts. Aber du siehst, sie ist da völlig entspannt, sie sitzt da, guckt rum, wenn ich an einer Ampel oder an einem Zebrastreifen anhalte und sich Leute dem Auto nähern. Sie bellt nicht, sie macht gar nichts, sie ist völlig relaxed, guckt ein bisschen aus dem Fenster und ja, scheint die Fahrt eigentlich fast so ein bisschen zu genießen. Sie findet es völlig okay, Auto zu fahren. Das Problem taucht auf, wenn ich mich meinem Fahrziel nähere und sie weiß, die Fahrt ist jetzt vorbei und dann geht's richtig los. So, ich nähere mich jetzt meinem Fahrziel. Das merkt sie natürlich, weil ich langsamer fahre und jetzt hörst du schon, dass es langsam losgeht. Ich suche jetzt hier nach einem Parkplatz. Sie fängt an zu maulen. Ich parke jetzt und in dem Moment, wenn ich den Motor abstelle, passiert das. So geht das jedes Mal. Ja, jetzt hast du gesehen, wie sie sich verhält. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, sie hat Angst, dass ich sie alleine lasse, dass sie verlassen wird. Was sagst du dazu? Wie können wir das hinbekommen? Vielen Dank für den tollen Film, liebe Ragnar. Deine Vermutung ist naheliegend. Es scheint, als ob Toffi Angst hat, alleine im Auto zu bleiben.
Ich glaube, es könnte auch noch etwas anderes sein. Meine Vermutung ist, dass Toffi Angst um dich hat. Dafür gibt es im Film ein Anzeichen. Und nun seid ihr gefragt, liebe Zuschauer. Was konntet ihr beobachten? Was glaubt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Um genau herauszufinden, was denn die Ursache für Toffis Verhalten ist, werden wir uns mit Ragnar und Toffi treffen. Da werdet ihr natürlich dabei sein. Wenn ihr jetzt unseren Kanal abonniert, werdet ihr informiert, wenn eine neue Folge herauskommt. Hat euch diese Folge gefallen? Dann freuen wir uns wie immer über den Daumen hoch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.